Und wir blicken auf das Wahlergebnis der FDP und den Ausgang der Wahl hier im Saarland für die FDP mit Oliver Luksic. Er ist parlamentarischer Staatssekretär für Digitales und Verkehr und der Vorsitzende der Saar-FDP. Noch müssen Sie bangen. Jetzt ist es ein frühes Stadium um den Einzug in den saarländischen Landtag. Das Ziel verfehlt? Unser Ziel ist der Einzug in den Landtag. Das wird sehr, sehr lange dauern heute Abend. Wir haben gut zugelegt, also der zweite Platz beim Zuwachs sozusagen. Klar hätten wir uns mehr erhofft, aber alle kleinen Parteien hatten es ein bisschen schwer, weil im Saarland die Medien sich stark auf die großen Parteien fokussiert haben. Glückwunsch an die Wahlsiegerin Anke Rehlinger. Dank an alle Wählerinnen und Wähler der FDP. Ich hoffe, dass es knapp reicht. Das heißt, muss man sagen, in Berlin regieren Sie natürlich mit, in der Ampel. Aber der Ampelbonus, der scheint hier nicht gezündet zu haben. Woran lag es denn im Detail? Ich glaube, die Wahl war eher landespolitisch geprägt. Wir kommen halt aus der APO im Saarland. Da sind natürlich auch unsere Kandidatinnen und Kandidaten noch nicht so bekannt. Und insofern war die Frage, wer wird MP, die hat ein bisschen alles dominiert. Deswegen haben alle kleinen Parteien nicht so stark abgeschnitten. Nichtsdestotrotz, beim Zuwachs sieht es gut aus. Ich hoffe, es reicht ganz knapp. Es wird bis zum ganz zum Schluss, glaube ich, dauern, bis klar ist, ob wir es geschafft haben oder nicht. Sie sind jetzt für uns im Gespräch da für die Spitzenkandidatin Ihrer Partei, Angelika Hissrich-Peter. Was sind denn die Themen gewesen, die Sie noch vielleicht dann in Zukunft, je nachdem, wenn Sie jetzt einziehen in den Landtag, knapp ist es ja, noch weiter nach vorne stellen müssen? Das Thema Technologie, Digitalisierung war ganz präsent im Wahlkampf. Aber das war zumindest, Sie haben es jetzt gerade selber gesagt, nicht das, was hier wahlentscheidend gewesen ist und dann Stimmen auch zu Ihnen gebracht hat. Dennoch die Rückkehr in den Landtag, dann das erwartbare Ziel, was Sie sich jetzt erhoffen? Das Saarland steht vor einer gewaltigen wirtschaftlichen Transformation. Wir sind ja sehr abhängig von Stahl und Automobil. Und ich glaube, das ist auch eine Kernkompetenz der FDP, neben der Bildungspolitik, der Digitalisierung, der Chancen und der Bürgerrechte. Aber leider haben diese Themen fast gar keine Rolle gespielt im Wahlkampf. Es war extrem schwer, mit Themen durchzudringen. Insofern ging es dann eher um die Frage, wer ist der bekannteste und beliebteste. Insofern, das war eine nicht ganz einfache Ausgangslage für uns. Ich hoffe, dass wir als liberale Stimme ab morgen im Landtag wirken können. Wir werden es leider erst spät heute Abend erfahren. Jetzt blicke ich natürlich auch auf Sie natürlich als Politiker in Berlin. In der letzten Woche hat die Ampelkoalition ja ein Paket auf den Weg gebracht, was genau das anspricht, was Sie gerade auch genannt haben. Die hohen Spritpreise, Gaspreise, alle Verwerfungen, die sich aus dem Ukraine-Krieg ergeben, reicht das aus? Muss da nicht mehr kommen als die 300 Euro Zuschuss für Energie und eine Deckelung des Spritpreises? Ja, ich glaube, es wird ja ein erstes Entlastungspaket mit unter anderem EEG-Abschaffung, Pendlerpauschale auf den Weg gebracht. Jetzt ein zweites, nicht nur 300 Euro pro Arbeitnehmer, 100 Euro pro Kind, sondern eben auch eine Absenkung der Spritpreise. ÖPNV-Tickets werden runtersubventioniert. Also ich glaube, wenn das alles erstmal kommt, wird das wirken. Es kommt leider für die saarländische Wahl vielleicht einen Tick zu spät. Das hätte wahrscheinlich auch nochmal eine positive Wirkung entfaltet. Ich finde es auf jeden Fall richtig, dass wir in der Krise entlasten und nicht belasten. Ich glaube, da sieht man auch eine liberale Handschrift. Blicken wir nochmal hier auf das Saarland. Da ist das auch ein großes Thema. Wenn ich richtig nachgeguckt habe, es gibt kein Bundesland, in dem so viele Fahrzeuge zugelassen sind. Also das Thema des Sprit natürlich eines oder der Preise auch für Energie ein ganz zentrales. Das wird den Bundesbürger, aber auch den Bürger in Saarland ja erhalten bleiben in den kommenden Monaten. Was muss jetzt konkret passieren und was wollen Sie mehr tun? Sie haben es gerade schon angefangen auszuführen. Auf was können sich die Saarländer, aber auch die Bundesbürger einstellen? Ja, wir haben im Saarland besonders viele Pendler, die auf das Auto angewiesen sind. Und auch unsere Industrie ist abhängig von den Energiepreisen, die aufgrund des russischen Angriffskrieges natürlich jetzt gestiegen sind. Insofern brauchen wir da weitere strukturelle Reformen. Wir wollen ja auch das Kartellamt stärken, gerade was den Benzinpreis angeht. Ich glaube, ein Embargo wäre gerade im Saarland äußerst schwierig, wenn gerade für die Industrie einiges abgeschaltet werden müsste. Insofern wird man abwarten müssen, wie die große geopolitische Lage ist. Ich glaube, es war richtig, mit harten Sanktionen zu agieren, aber man muss natürlich schauen, dass die Russland treffen und nicht das eigene Land. Insofern ist die Lage extrem dynamisch. Wir haben jetzt große Entlastung auf den Weg gebracht, die muss man jetzt erstmal wirken lassen. Ja, und dynamisch wird der Abend auch noch sein, je nachdem, ob der FDP der Einzug in den Landtag hier im Saarland gelingt. Oliver Luksic war das. Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Danke, schönen Abend.